dich leiten. Glaub an die Macht, die in dir lebt. Vertraue den Freunden an deiner Seite. Finde den richtigen Weg. In unserer letzten Folge lernte Musa den Spezialisten Jared kennen, der sich in sie verliebt hat. Darcy hat Jared hypnotisiert, um den Elfen im Simulator eine Falle zu stellen. Im letzten Augenblick gelingt es den Winx, einen Konvergenzzauber zu sprechen und dadurch der Falle zu entkommen. Haltung bitte, Prinzessin Layla. Kopf hoch, Schultern zurück. Ja, Nanny. Euer Vater hat angerufen. Ja? Er wollte nur sicher gehen, dass ihr euren Unterricht wahrnehmt. Ja, natürlich. Denkt an eure Haltung, Prinzessin Layla. Ja. Ihr werdet heute Abend bei Hofe erwartet. Ja. Ihr werdet still sitzen. Ja, Nanny. Ihr werdet still sitzen. Und nichts tun. Ja, Nanny. Ihr werdet ganz still sein und mit niemandem sprechen. Und niemand wird mit euch sprechen. Ihr seid ganz allein. Lieber Helia, so langsam bin ich völlig fertig. Wir haben in den letzten Wochen nichts anderes gemacht, als zu lernen, zu trainieren und gegen Monster zu kämpfen. Und heute haben wir noch 2 Stunden Konvergenzunterricht. Ich finde, wir brauchen eine Auszeit. Willst du uns überreden, dass wir schwänzen sollen? Das geht doch nicht, oder? Genau, wenn ihr schwänzt, gibt es gewaltigen Ärger. Und, was sagst du dazu, Blum? Naja, ich habe eigentlich keine Lust, mich mit Faragonda anzulegen. Ich glaube, die hätte Verständnis dafür. Eine kleine Shoppingtour wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Aha. Ich würde jetzt lieber eine Runde tanzen gehen. Tanzen? Das finde ich auch gut. Hallo, Musa. Wo ist Tekna? Ach, die frühstückt mit Timmy. So lange zu schlafen und dann einfach hier reinzuplatzen, gehört sich nicht für eine junge Lady. Ich habe euch die Post mitgebracht. Ein Liebesbrief für unsere Stella, ein mysteriöser Brief für Flora und der hier ist für dich. Von deinen Eltern. Also wollen wir heute nun blau machen oder nicht? Mädels, ich glaube, ich habe eine gute Idee. Dieser Ausflug zur Erde war eine abgefahrene Idee. Ja, dieses ewige in der Schule hocken nervt langsam.
Wir müssen nur aufpassen, dass niemand die Elfen sieht. Nun, warum warst du auf einmal damit einverstanden, die Schule zu schwänzen? Meine Mutter muss heute eine Aussage vor Gericht machen. Ich will unbedingt dabei sein und ihr ein bisschen den Rücken stärken. Und wir können ja in der Zwischenzeit in die City fahren und dort ein bisschen bummeln. Um dahin zu kommen, werdet ihr ewig brauchen. Der Bus steht sicher hier schon die Reifen platt. Los, fahr doch endlich! Ist doch kein Problem. Dann fliegen wir einfach. Oh. Stella, nein! Oh. 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 Oh, tut mir furchtbar leid. Diese Jugend. Entschuldigung, leid, dass Sie denken, dass wir die Schule schwänzen. Wir wollten wirklich was? Nicht. Ich verstehe nichts. Keine Magie mehr, Stella. Oh, dann darf ich mich auch nicht mehr verwandeln. Ich habe gehört, ihr habt im Moment sehr viel zu tun. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe dir einen neuen Kühlkörper mit. Wow, du hast ein Geschenk für mich? Danke. Die haben das Ding unglaublich verbessert. Jetzt wird sich dein Prozessor nicht mehr überhitzen können. Das finde ich sehr aufmerksam von dir, Timmy. Gefällt er dir? Ich finde es sehr nett, aber das ist ein Geschenk für meinen Computer. Und nicht wirklich was für mich. Oh. Techner, ich habe lange nachgedacht. Ja? Die Tensor-Treiber-Software für Zauberschaltkreise hat ein paar echt coole Features. Ach, weißt du, Timmy... Darauf habe ich keinen Bock. Ich habe den ganzen Tag mit Software zu tun. Ja, ist schon klar. Ich wollte halt eigentlich meine Auszeit von der Schule nehmen und du verstehst das nicht. Aber... Ich dachte, sie steht auf Computer. Hier ist alles so anders als in Magix. Ja, man kann die Energie der Menschen hier richtig spüren. Und es ist ein ganzer Planet voll Modeboutiquen, in denen ich noch nie war. Ich gehe jetzt los und treffe mich mit meiner Mutter. Wo sind eigentlich die Elfen? Piff ist hier. Sie schläft in Laylas Kapuze. Und Loquette hat einen Riesenschreck vor diesen komischen, stinkenden Hoverbikes mit Rädern bekommen. Ihr müsst keine Angst haben. Die anderen suchen sie bereits. Das soll doch nicht etwa heißen, ihr habt die Elfen allein losziehen lassen. Was soll denn dabei sein? Die finden sich schon zurecht. Stella, wir sind hier auf der Erde. Hier hat noch niemand eine Elfe gesehen. Es könnte alles Mögliche passieren. Oh, das war so traurig und so romantisch. Ich muss sagen, du bist wirklich sehr wohlerzogen. Haben Sie vielen Dank? Los, komm, wir müssen zurück. Hey, wir sind doch bloß hier, weil du dich so erschreckt hast und auf einmal losgedüst bist. Na, wen haben wir denn da? Was ist denn los? Hast du dich etwa verlaufen, meine Kleine? Alles klar. Na, dann gehen wir mal deine Eltern suchen. Ist gut. Da waren drei magische Freunde von mir, die haben mich beschützt. Hast du aber ein Glück. Ich verstehe das nicht. Was ist denn hier los? Die haben uns überhaupt nicht gesehen. Endlich sind wir alle wieder zusammen. Nur eine fehlt noch. Ja, aber ich hoffe, Blum kommt später noch nach. Wäre doch schade, wenn sie die Sonderangebote verpasst. Unglaublich, dass ihre Angsthasen-Elfe mitgegangen ist. Loquette fühlt sich viel sicherer, seit sie weiß, dass nur Kinderelfen sehen können. Komm, Kevin, weiter geht's. Ihr geht hatte der schmutzige Finger. Entschuldigung, Ladies. Darf ich fragen, wieso ihr euch um diese Zeit hier rumtreibt? Solltet ihr nicht in der Schule sein? Entschuldigung, wir... Ja, Sir. Wie können wir Ihnen behilflich sein? Zuerst würde ich gern mal erfahren, auf welche Schule ihr geht. Wir gehen auf die Alfea-Schule, Sir. Die liegt außerhalb. Und habt ihr drei eine Erlaubnis, die Schule zu verlassen? Natürlich, Sir. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen die Telefonnummer unserer Eltern. Dann können Sie das überprüfen. Nein, nein, ist schon gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Du bist ja eine richtige Schauspielerin. Das war nicht gespielt. Diese Haltung, diese Höflichkeit. Ja, was ist damit? Sie hat erstklassige Umgangsformen. Hallo. Ich heiße Anne. Möchtest du meine Freundin sein? Was machst du da? Das scheint Spaß zu machen. Ich tanze. Kannst du auch tanzen? Du siehst so frei aus. Soll ich es dir beibringen? Aufwachen, Schlafmütze. Ja, kommt schon, spuckt's aus. Ausspucken? Was denn? Na, wo du gelernt hast, so zu reden.
Oh, ach das, ihr wisst doch, ich bin die Prinzessin von Andros. Einige von uns sind auch Prinzessin, aber sieh dir zum Beispiel Blumen an, die kann kaum Bitte sagen. In Andros hat man als Prinzessin nicht viel zu tun. Seit meiner Geburt hat man nur eins von mir erwartet. Perfektes Benehmen. Stimmt, genau, das war so langweilig. Das stimmt nicht. Den lieben langen Tag gerade stehen müssen und Bitte und Danke sagen, ätzend. Eine Prinzessin sollte schön aussehen, aber die Klappe halten kenne ich. Ich habe das Ganze nicht mehr ertragen können. Ich musste einfach da ausbrechen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Jetzt hast du ja uns. Ja, und wir sorgen schon dafür, dass du deinen Spaß hast, Layla. Das hast du ganz toll gemacht, Mami. Mag sein. Aber ich frage mich, ob das richtig gewesen ist. Vielleicht hätte ich keine Anzeige erstatten sollen. Aber diese beiden Verbrecher haben deinen Laden abgefackelt. Ich weiß, aber sie waren schon vorbestraft. Und das bedeutet, dass sie meinetwegen lange Zeit ins Gefängnis gehen werden. Es fällt mir nicht leicht. Wenn du sie nicht angezeigt hättest, machen die das wieder. Und dann leidet ein anderer darunter. Ach, Blumen, du bist in letzter Zeit so erwachsen geworden. Ich erkenne dich kaum wieder. Wie meinst du das? Du unterstützt mich so. In letzter Zeit ist auch viel passiert. Das hier stammt von meiner richtigen Familie. Darauf steht Daphne, Blum, Auritel und Marion. Auritel und Marion sind deine biologischen Eltern. Hier in der Mitte des Amuletts ist das Wappen meiner Familie. Tut mir leid, Mom, du willst das alles bestimmt gar nicht hören. In meinen Träumen höre ich immer ein Schlaflied von meiner leiblichen Mutter. Aber deine Lieder trage ich in meinem Herzen. Du und Dad, ihr werdet immer meine Familie bleiben. Danke, Blum, aber mach dir unseretwegen keine Gedanken. Finde ruhig heraus, was du wissen musst. Blum, was macht Kiko denn da? Da ist doch gar nichts. Naja, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Wo gehen wir hin? Huh? Ah. Hey, seht mal, da vorne ist ein Club. Ich weiß ja nicht, heute ist doch ein Schultag. Die müssten ja eigentlich alle schwänzen. Ja. Das kann uns doch egal sein. Da sind wir auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns später, okay? Triffst du dich nochmal mit Blum? Ja, hatte ich vor, aber erst gehe ich in aller Ruhe shoppen und kaufe was Schönes für mein Schätzchen Brandon. Und wir gehen rein? Ja. Bis nachher. Oh. Helia. Auflegen. Der Beat gefällt mir nicht. Blum hat gesagt, keine Magie. Ja, aber bei dem Gedränge hier wird das keiner mitkriegen. Zeichen der Liebe. Wer hat da gerade die Musik gewechselt? Ich hab's dir doch gesagt, irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Sie hat die Musik geändert. Sie muss irgendwie eine Art Hightech-Fernbedienung haben. Ja, du hast die Dritte da draußen nicht gesehen. Die haben irgendwelche magischen Kräfte. Mach dich nicht lächerlich. Du solltest nicht so viele Harry Potter-Bücher lesen. Ich kann gar nicht lesen, du Idiot. Warte. Wieso? Was ist denn, Flora? Stimmt irgendwas nicht? Ach nein, es ist nichts. Nichts. Ein Wort, das so viel bedeutet, obwohl es so wenig meint. Der Brief da ist für... Es ist deiner. Hier. Ja, bis später. Mhm. Ach, Flora. Was machst du denn? Du hast gerade die perfekte Gelegenheit verpasst. Anne, danke, dass du mich besuchen kommst. Du musst dich nicht so einsam fühlen, Layla. Aber was mache ich denn nur, wenn es dunkel wird? Hab keine Angst. Ich werde niemals aus diesem Palast herauskommen. Layla, ganz egal, wo du bist, wenn du willst, kannst du immer frei sein. Das verstehe ich nicht. Du brauchst nur jemanden, mit dem du tanzen kannst. Also hast du immer getanzt, um deinem langweiligen Prinzessinnenalltag zu entkommen. Du hast mir wirklich eine große Freude gemacht. Danke, Musa. Klar, kein Problem. Na komm. Jetzt zeigen wir den Typen mal, was wir wirklich drauf haben. Griselda, haben Sie Blum und die anderen gefunden?
Nein, Miss Faragonda, Sie sind nicht auf dem Campus. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, Sie stecken nicht in Schwierigkeiten. Die werden in Schwierigkeiten stecken, wenn ich sie erst mal gefunden habe. Hey, cool! Seid schön brav, dann passiert euch nichts. Finger weg! Schallwelle! Musa! Ich geb's ungern zu, aber heute bin ich doch ganz froh, dass wir Selbstverteidigungsunterricht bei Griselda haben. Alles klar, das hier ist ab sofort eine Privatparty. Wer nicht mitspielen will, verschwindet! Wir haben auch keinen Bock mitzuspielen. Können wir gehen? Hey, kommt schnell her! Wieso? Was ist los? Musa und Layla, die sind immer noch da drin. Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Oh, wie geschmacklos. Oh. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Das finde ich auch. Das sieht nicht gut aus. Musa und Layla stecken in Schwierigkeiten. Ich hoffe, du willst da jetzt nicht einfach so reinmarschieren, Blume. Es sei denn, du kennst einen Unsichtbarkeitszauber. Sag mal, tickst du? Den kenne ich nicht, aber ich habe eine viel bessere Idee. Was wollt ihr denn von uns? Sagt uns, wie ihr die Musik verändert habt. Wir haben euch beobachtet. Wir wissen, dass ihr magische Kräfte habt. Was erzählst du da für einen Quatsch? Wir werden euch nichts tun, wenn ihr eure Magie so einsetzt, wie wir uns das vorstellen. Was sollen wir denn jetzt machen? Die Typen können auch nicht schlimmer sein als die Schattenmonster. Ah, schnappt sie euch! Ah. Komm mal ran hier! Musa, es ist zu dunkel! Wo bist du? Ich bin ja da, du brauchst keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Ich kann nichts dagegen machen. Wo bist du? Sie ist weg. Oh? Jetzt bist du ganz allein. Na? Deine Freundin hat dich hängen lassen. Nein. Na, was jetzt? Layla, ist alles in Ordnung? Schön aufrecht halten, Mädchen. Wir kommen euch zur Hilfe. Ein Glück, dass ihr uns nicht sehen konnten. Layla! Ich wusste es und jetzt habt ihr es auch alle gesehen. Diese Schnepfen sollen uns auch ein paar Zaubertricks beibringen. Alles okay? Mhm. Entschuldige, klassischer Fall von Überreaktion. Jetzt bringen wir diesen Typen aber Manieren bei. Fertig? Aber klar doch. Ich drehe mal ein bisschen den Bass auf. Ich bring euch die Liebe. Hey, hi. Das reicht. Wer spricht da? So ungepflegt nähert man sich doch keiner Dame. Wie unhöflich. Das wollen wir doch mal sehen. Ja, strike. Das ist unsere Chance. Zum Hinterausgang, schnell. Da hoch. Ja, komm mit. Jetzt kommst du aber ran. Layla! Ich hab dich! Diese blöden Weiber sind uns entwischt. Boss, du bist so süß, wenn du sauer bist. Ihr Idioten, schnappt sie euch, bevor sie die Polizei holen. Oh nein, es ist eine Falle. Ha, mit uns legt sich keiner an. Oh. Wir sind gerettet. Brevis somnus.
Wow! Unsere Helden! Ich weiß nicht, warum du dich so freust. Wir sind vom Regen in die Taufe gekommen. Ihr habt den Unterricht geschwänzt und ohne Erlaubnis das Schulgelände verlassen. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Schulordnung. Dementsprechend wird eure Strafe ausfallen. Ich weiß auch schon welche. Ihr werdet heute Nacht die gesamte Schule putzen. Na, schon wieder. Wir sollen echt jedes Zimmer in der Schule sauber machen? Vom Keller bis zum Dach. Aber das Gebäude ist viel zu groß. Dafür reicht unsere Magie nicht. Dann werdet ihr wohl einen Konvergenzzauber anwenden müssen. Menno, kein Konvergenzzauber. Das war doch der Grund, warum wir mal einen Tag freigenommen haben. Ein bisschen Training wird euch gut tun. Ihr habt einen langen und schwierigen Kampf vor euch. Darkar wartet nur darauf, dass ihr einfach so weglauft. Genau. Und bevor ihr es mit ihm aufnehmen könnt, müsst ihr euch erst einmal selbst besser kennenlernen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Angst, mit Helia zu sprechen. Ganz schön blöd, was? Wir machen alle hin und wieder blöde Sachen. Ich habe Musa heute überredet, mich in so einen zwielichtigen Club zu begleiten. Hast du dich nicht getraut, allein hinzugehen? Nicht allein zu gehen, sondern allein zu sein. Wie meinst du das? Als ich noch ein kleines Mädchen war, ist meine einzige Freundin weggezogen. Und seitdem habe ich keine Freundin mehr gehabt, mit der ich tanzen konnte. Aber jetzt gehöre ich zu den Wings und ich weiß, ich brauche keine Angst mehr zu haben. Ja, mir geht's genauso. Ich brauche keine Angst zu haben, es zuzugeben. Ich mag Helia wirklich gern. Ich glaube sogar, ich bin verliebt. Vergiss es. In unserer nächsten Folge fährt Sky nach Hause auf dem Planeten Eraklion und erfährt, dass Prinzessin Diaspro entführt worden ist. Bloom und Flora helfen Sky im Kampf gegen mysteriöse Ninjas, während Musa in Alphea gegen Stormy kämpft. Thank you.
In unserer letzten Folge lernte Musa den Spezialisten Jared kennen, der sich in sie verliebt hat. Darcy hat Jared hypnotisiert, um den Elfen im Simulator eine Falle zu stellen. Im letzten Augenblick gelingt es den Winx, einen Konvergenzzauber zu sprechen und dadurch der Falle zu entkommen. Haltung bitte, Prinzessin Layla. Kopf hoch, Schultern zurück. Ja, Nanny. Euer Vater hat angerufen. Ja? Er wollte nur sicher gehen, dass ihr euren Unterricht wahrnehmt. Ja, natürlich. Denkt an eure Haltung, Prinzessin Layla. Ja. Ihr werdet heute Abend bei Hofe erwartet. Ja. Ihr werdet still sitzen. Ja, Nanny. Ihr werdet still sitzen. Und nichts tun. Ja, Nanny. Ihr werdet ganz still sein und mit niemandem sprechen. Und niemand wird mit euch sprechen. Ihr seid ganz allein. Bin ich völlig fertig. Wir haben in den letzten Wochen nichts anderes gemacht, als zu lernen, zu trainieren und gegen Monster zu kämpfen. Und heute haben wir noch 2 Stunden Konvergenzunterricht. Ich finde, wir brauchen eine Auszeit. Willst du uns überreden, dass wir schwänzen sollen? Das geht doch nicht, oder? Genau, wenn ihr schwänzt, gibt es gewaltigen Ärger. Und, was sagst du dazu, Blum? Naja, ich habe eigentlich keine Lust, mich mit Faragonda anzulegen. Ich glaube, die hätte Verständnis dafür. Eine kleine Shoppingtour wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Aha. Ich würde jetzt lieber eine Runde tanzen gehen. Tanzen? Das finde ich auch gut. Hallo, Musa. Wo ist Tekna? Ach, die frühstückt mit Timmy. So lange zu schlafen und dann einfach hier reinzuplatzen, gehört sich nicht für eine junge Lady. Ich habe euch die Post mitgebracht. Ein Liebesbrief für unsere Stella... Ein mysteriöser Brief für Flora und der hier ist für dich. Von deinen Eltern. Also wollen wir heute nun blau machen oder nicht? Mädels, ich glaube, ich habe eine gute Idee. Blum, dieser Ausflug zur Erde war eine abgefahrene Idee. Ja, dieses ewige in der Schule hocken nervt langsam. Wir müssen nur aufpassen, dass niemand die Elfen sieht. Blum, warum warst du auf einmal damit einverstanden, die Schule zu schwänzen? Meine Mutter muss heute eine Aussage vor Gericht machen. Ich will unbedingt dabei sein und ihr ein bisschen den Rücken stärken. Und wir können ja in der Zwischenzeit in die City fahren und dort ein bisschen bummeln. Um dahin zu kommen, werdet ihr ewig brauchen. Der Bus steht sicher hier schon die Reifen platt. Los, fahr doch endlich! Ist doch kein Problem. Dann fliegen wir einfach. Oh. Stella, nein! Tut mir furchtbar leid. Diese Jugend. Entschuldigung, Leute, dass Sie denken, dass wir die Schule schwänzen. Wir wollten wirklich was? Nicht. Ich verstehe nichts. Keine Magie mehr, Stella. Oh, dann darf ich mich auch nicht mehr verwandeln. Ich habe gehört, ihr habt im Moment sehr viel zu tun. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe dir einen neuen Kühlkörper mit. Wow, du hast ein Geschenk für mich? Danke. Die haben das Ding unglaublich verbessert. Jetzt wird sich dein Prozessor nicht mehr überhitzen können. Das finde ich sehr aufmerksam von dir, Timmy. Gefällt er dir? Ich find's sehr nett, aber das ist ein Geschenk für meinen Computer. Und nicht wirklich was für mich. Oh. Tekna, ich hab lange nachgedacht. Ja? Die Tensor-Treiber-Software für Zauberschaltkreise hat ein paar echt coole Features. Ach, weißt du, Timmy,
Darauf habe ich keinen Bock. Ich habe den ganzen Tag mit Software zu tun. Ja, ist schon klar. Ich wollte halt eigentlich meine Auszeit von der Schule nehmen und du verstehst das nicht. Aber... Ich dachte, sie steht auf Computer. Hier ist alles so anders als in Magix. Ja, man kann die Energie der Menschen hier richtig spüren. Und es ist ein ganzer Planet voll Modeboutiquen, in denen ich noch nie war. Ich gehe jetzt los und treffe mich mit meiner Mutter. Wo sind eigentlich die Elfen? Piff ist hier, sie schläft in Laylas Kapuze. Und Loquette hat einen Riesenschreck vor diesen komischen, stinkenden Hoverbikes mit Rädern bekommen.